Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück hier zum WWE 2K16 Universe Modus. Unsere Survivor Series, der nächste Pay-Per-View steht an und wir sehen schon hier, es gibt ja dieses Traditional Survivor Series Elimination Tag Team Match der Kontrahenten Brock Lesnar und Seth Rollins, die sich ja auch in einer Rivalität miteinander befinden aktuell, die bei der Survivor Series zu Ende geht. Genauso geht die Rivalität zwischen John Cena und Kurt Angle, die hat jetzt, glaube ich, 3 Monate angedauert zu Ende. Also auch da deuten sich spannende Auseinandersetzungen auf dem Pay-Per-View schon lange an. Und wir haben eine Card bei WWE Legends jetzt nochmal in der letzten Woche vorm Pay-Per-View. Und da haben wir doch echt interessante Matches. Fängt gleich an mit unserem Intercontinental Champion hier. Kevin Owens wird von Rikishi zu einem Match herausgefordert. Dann haben wir Shane McMahon, der sich Brian Pillman stellt. Dann haben wir ein Tag Team Match zwischen D-Generation X und der White Family. Also Luke Harper und Eric Rowan. Auch das gar nicht mal schlecht. Dann haben wir ein absolut komisch krankes Fatal 4-Way wieder mal. Sheamus, der Honky Tonk Man, Goldust und Chris Jericho. Also es gibt eigentlich nur einen, dem ich ernsthaft zutraue zu gewinnen, oder zwei Leuten. Aber zwei Leuten darum wieder nicht so sehr. Mal gucken. Lassen wir uns überraschen. Auch hier eine Ansetzung, die echt nur bei Legends kommen kann. Jack Swagger gegen Ted DiBiase. Na gut. Dann haben wir hier, in Anlehnung an unser Elimination Chamber Match, das bei Survivor Series stattfinden wird, zwischen Stone Cold, dem Undertaker, Kevin Owens und einem Wildcard-Gewinner, der noch gar nicht öffentlich announced worden ist. Und Stone Cold musste jetzt schon gegen Kevin Owens ran letzte Woche. Diese Woche fordert ihn der Undertaker hinaus. Also die wollen alle so ein bisschen testen, wie es mit unserem neuen Undisputed Champion Stone Cold Steve Austin so aussieht, ob man den denn auch so schon mal schlagen kann. Und echt ein ziemlich sinnvoll gebooktes Match, musste ich selber, glaube ich, noch nicht mal einstellen, das war schon so. Und das macht wirklich Sinn. Dann haben wir natürlich unseren Main Event, den wir uns auch anschauen werden. Und da haben wir hier wirklich die Battle Royale zwischen Kofi Kingston, Randy Orton, Edge, Mr. Perfect, Kevin Nash und Jeff Hardy. Also den Qualifikanten aus den verschiedenen Tag-Team-Matches in den Wochen vorher. Und das Tag-Team, das hier heute in der Battle Royale gewinnt, also von dem Wrestler, der am Ende im Ring übrig bleibt, dieses Tag-Team wird dann der neue Herausforderer oder die neuen Herausforderer von den Steiner Brothers werden, die jetzt in der letzten Woche hier nicht wieder auftauchen, aber wie gesagt, bei 7 Matches macht das auch Sinn, dass die sich ein bisschen bedeckt halten. Die gucken vielleicht zu Hause zu oder in der Arena und warten ab, wer denn hier der Herausforderer sein wird oder das Tag-Team, das sie entsprechend herausfordert. So, das werden wir uns anschauen. Bis dahin simulieren wir die anderen Matches erstmal durch. Also Kevin Owens und Rikishi. Okay, Rikishi gewinnt gegen den Intercontinental Champion und WWE Heavyweight Champion Kevin Owens. Das muss ich erstmal verarbeiten. Okay. Shane McMahon und Brian Pillman. Da kann Brian Pillman gewinnen, alles klar. Shane McMahon ist auch ein ziemlicher Jobber im Universe-Modus. Warum? Keine Ahnung. Aber ich gönne das irgendwo Brian Pillman. Der wurde ja rausgescrewt aus dem Money in the Bank-Match. Eigentlich ein Gewinner. Dann kam der Undertaker und hat ihm alles wieder weggenommen. Also dem tut der Sieg auf jeden Fall gut. So, DX gegen die White Family. Das kann Triple H gewinnen über Luke Harper. Also DX bleiben ein relativ starkes Tag-Team hier im Universe. So, dann ein Fatal 4-Way hier. Ja, ich wollte gerade sagen, also wenn es einer gewinnen kann, ich hätte auch gesagt, an erster Stelle Chris Jericho, als zweites vielleicht noch Sheamus und der Rest folgt mit weitem Abstand. Also von daher, das Fatal 4-Way Chris Jericho gönnen wir ihm, das hat er auf jeden Fall verdient. So, Jack Swagger und Ted DiBiase. Okay, Jack Swagger verliert. Jobbt ein bisschen an Ted DiBiase rum, alles klar. So, dann haben wir hier Stone Cold und den Undertaker. Und Stone Cold kann das gewinnen gegen den Undertaker. Also Stone Cold geht mit jeder Menge Selbstvertrauen, glaube ich, in den Pay-Per-View. Je nachdem, was jetzt bei der Oldschool Raw noch folgt. Da ist er ja auch WWF-Champion. Mal sehen. Aber das sollte ihm wirklich einiges an Selbstvertrauen für das Elimination Chamber Match bringen. Und das wird ein so krasser Main-Event werden. Boah, ich bin echt hyped. Also es muss sein,
Das ist richtig, richtig krass. So, jetzt die Battle Royale. Einfach mal unter der Woche eine Battle Royale um den Number One Contender Spot für den Tag Team Titel. Ich würde sagen, auf geht's. Diesmal mit normalem Schwung, damit wir auch ein bisschen was von dem Match haben. Ich glaube, das könnte doch durchaus spannend werden hier. Und ja, währenddessen nehme ich mir mal einen kleinen Schluck vom Cappuccino. So. Match 7, die Battle Royale, auf geht's. Also, ich zähle nochmal auf. Kofi Kingston, Randy Orton, Edge, Jeff Hardy, Mr. Perfect und Kevin Nash. Läuft, auf geht's. So, die beginnen auch alle gleichzeitig. Das heißt, ich werde gar nicht erst versuchen, irgendwelche Spots zu kommentieren, weil alles kann ich sowieso nicht sehen. Holy shit. Es geht richtig rund. Oh, ich habe gerade gedacht, der Dropkick Jeff Hardy hier Kevin Nash aus dem Ring. Ich dachte gerade, das klappt. Junge, 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 Junge. Das geht ja gleich zur Sache. Und die warten auch gar nicht ab, von wegen Lock-up-Phase, irgendwas gleich. Voll auf die Fresse hier. Oh Mann. So, Mr. Perfect will gerade Kofi Kingston eliminieren. Und Jeff Hardy kommt ihm zu Hilfe. Während Randy Orton sich um Edge kümmern möchte. Boah, Standing Frankensteiner von Jeff Hardy an Kofi Kingston, okay. So, Edge hat sich befreit. Randy Orton jetzt im Ringseil, aber will er erstmal hier so eine Powerbomb oder sowas zeigen? Nee, wird gekontert, okay. So, Kofi Kingston wird da hinten von Jeff Hardy bearbeitet. Wäre natürlich jetzt sehr früh für eine Eliminierung und der kontert das auch ab. Und auch Mr. Perfect befreit sich aus den Fängen von Kevin Nash und wird dann einfach durch den Ring geworfen. Okay. Also hier haben einige Leute richtig Bock. Jeff Hardy schon wieder, was war das mit einer Hurricane Runner? Ich habe es nicht so genau gesehen. Das ist eben das Problem. Sechs Leute, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu kommentieren hier. Oh, Knee Drop von Randy Orton. So richtig, richtig böse. Scoop Slam von Kevin Nash. Randy? Randy Chance? Okay. Randy Orton wird angefeuert. Und er will hier gerade Edge eliminieren. Den Rated R Superstar. Aber nee. Edge ist noch nicht so wirklich bereit. Und auch Kofi Kingston immer noch nicht eliminiert. Jetzt ist Kevin Nash am Apron. Auch der wird wieder bearbeitet, aber kann sich ebenfalls befreien. Ja, Kofi Kingston bleibt jetzt schon lange liegen. Der hat auf jeden Fall viel kassiert. Unter anderem eben einen Sit-Out-Pile-Driver von Mr. Perfect habe ich noch gesehen. Oh Mann. So, jetzt hat Kofi Kingston aber Mr. Perfect an den Apron gebracht und versucht ihn wiederum zu eliminieren. Ui, ui, ui. Randy Orton in einer problematischen Zone dort gegen Edge. Aber hat sich wieder befreit und kassiert einen bösen Backbreaker. Ach so, Kofi Kingston, Top Rope. Oh, und ein Leg Drop ins Nichts. Mit dem Hintern auf den Boden gefallen. Jetzt Jeff Hardy auch noch aufs Top Rope. Zack, und mit dem Leg Drop. Der geht dann durch an Kevin Nash. Ui, das ist ja. Hier geht's ja richtig rund. So, dann aber ein Backbody Drop. Edge kann sich wehren gegen Randy Orton und auch Kofi Kingston befreit sich da gegen Mr. Perfect. So, jetzt alle gegen alle. Nee. Oh, Backdrop Driver von Randy Orton. So, Mr. Perfect ist jetzt in Gefahr gegen Kevin Nash. Die beiden dort am Apron. Oh ja, Mr. Perfect wurde eliminiert. Er kann es kaum glauben. Er ist furious quasi, enraged. Kevin Nash hat Mr. Perfect eliminiert. Und damit ist also The Rude Perfection nicht mehr ein möglicher Kandidat, um die Steiner Brothers herauszufordern. Dafür haben die anderen fünf Tag-Teams jetzt hier die Chance, weiterzukommen. So, Kofi Kingston rettet sich nochmal gegen Kevin Nash. Oh Mann. Also jetzt nur noch fünf Leute im Match. Atomic Drops werden verteilt, unter anderem hier von Jeff Hardy an Edge. Boah, der zieht das Knie ins Gesicht. Aua, aua, aua.
So, was werden wir jetzt gleich hier sehen? Kofi Kingston wieder. Oh, der liegt jetzt ganz gefährlich da. Edge versucht ihn zu eliminieren und das sieht böse aus. Na? Aber es wird nichts. Es wird nichts. Kofi Kingston bleibt noch drin. Also. Ach du liebe Zeit. Was macht denn da Randy Orton? Hangman's DDT. Zack. So, Kofi Kingston will Kevin Nash eliminieren und Edge schaut nur zu. Warum auch immer. Also Randy Orton hat sich jetzt gerade wirklich um Jeff Hardy gekümmert. Nur eliminiert ist der halt noch nicht. Aber wer weiß, was jetzt noch kommt. So, wieder ein Suplex von Randy Orton. Und Kofi Kingston jetzt gegen Kevin Nash da in der Bredouille. Wird er jetzt eliminiert? Oh, das sieht knapp aus. Ja, er wurde eliminiert. Also Kevin Nash mit Elimination Nummer 2. Kevin Nash sagt, ja, was willst du eigentlich? Was ist los? Kofi Kingston, damit ist The New Day auch raus. Und Kevin Nash, die Outsiders hier mit der zweiten Elimination. Das ist ja heftig. Meine Güte, da räumt Kevin Nash ja richtig auf hier im Ring. Jetzt nur noch 4 Leute im Match. Boah, Impaler DDT von Edge an Randy Orton. Au, au, au. Okay, Double Leg Drop on the groin quasi von Jeff Hardy. Was war da mit Edge und Randy Orton? Ich hab's nicht gesehen. Edge powert sich nochmal hoch an den Seilen. Der will jetzt mit Sicherheit mit Randy Orton da Schluss machen. Dass der hier nicht mehr weiterkommt. Jetzt. Oh, in einen Armdrag gekontert von Randy Orton. Sehr schön. Oh, 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 oh. So, jetzt ist Edge hier in einer sehr problematischen Position. Aber befreit sich sofort, okay. So, jetzt ist Kevin Nash auch. Oh, Edge schon wieder. Ich kann das gar nicht mehr kommentieren. Das geht so schnell. Edge könnte jetzt rausfliegen. Das sieht ganz knapp aus. Nee, irgendwie. Oder doch? Oder nee? Oder. Nein! Edge überlebt. Er bleibt im Match. Und Kevin Nash hängt schon wieder unten in den Seilen. Das ist ja geil. So, Edge jetzt in der Ringecke. Randy Orton dominiert das Ganze hier gerade, aber richtig. Jetzt will er ihn über die Turnbuckles rauswerfen. Oh, und das sieht nicht schlecht aus. Wenn Kevin Nash sich da noch eben befreien konnte. Oh, Edge. Oh, Edge schon wieder. Der bleibt so ganz sneaky immer drin. Das ist ja unglaublich. Oh, jetzt stoßen Kevin Nash und Edge zusammen. Verletzung incoming. Jetzt gibt es auch hier einen Neckbreaker von Randy Orton an Edge. Auf sein lediertes Genick quasi. Oh, das war böse. So, Kevin Nash. Kann der hier noch eine dritte, vierte und fünfte Elimination schaffen? Das wäre ja richtig heftig, ey. Wenn er jetzt hier alle Leute aus dem Ring wirft. Jetzt allerdings hat er Probleme, weil Edge ihn rauswerfen will. Also, die sind ja schon sehr determiniert, das muss man sagen. So, was ist das denn jetzt? Was Randy Orton da macht? So ein krasser Neckbreaker und oh, guckt euch Kevin Nash an, der ist fast raus. Oh, und er bleibt so gerade drin. Oh, war das, glaube ich. Ich dachte, der fliegt raus. Oh, Mann. So, Edge mit einem Overhand-Punch und noch einem Overhand-Punch. Na klar, der nimmt Kevin Nash auf den Rücken. Flapjack, jawohl. Boah, Alter, wie heftig. So, was macht Jeff Hardy da? Jetzt will er Randy Orton eliminieren. Das hat aber lange, lange gedauert. Randy Orton da wirklich in Gefahr. So, wenn sich Edge erstmal mit einem Spectrop Driver um Kevin Nash kümmert. Ja, und Randy Orton ist nicht rausgeflogen, trotz des Dropkicks. Ist er drin geblieben. Und jetzt will er sich bei Jeff Hardy natürlich revanchieren. Boah, schöner Back Suplex von Edge an Kevin Nash. Randy Orton suplext erstmal Jeff Hardy mitten in den Ring. Und wird dann gekontert, okay. Oh Mann, das ist ja wirklich hier kaum vorherzusehen, was hier passiert. Electric Chair von Jeff Hardy und wieder ist Kevin Nash hier an den Seilen. Oh, aber wir wissen, was macht Edge? Er will eine Pause?
Er unterbricht das Rauswerfen von Kevin Nash, weil er eine Pause will. Oh, ich glaube, das war ein Fehler. So, jetzt Kevin Nash mit dem Versuch, Randy Orton mit dem Fuß rauszudrücken. Oh, das sieht ganz gut aus. Reicht das hier schon? Ja! Randy Orton wurde eliminiert von Kevin Nash. Es hätten schon drei Leute rausgeworfen. Es sind nur noch drei im Match. Und jetzt macht er zusammen mit Jeff Hardy gemeinsame Sache gegen Edge. Boah, jetzt geht's ja richtig schnell, wa? Oh, sie haben ihn fast. Uiuiui. Ja, nein. Oh, und Edge schafft es drin zu bleiben. Das war knapp. Oh, holy shit. Wäre das ein Upset hier? Boah, jetzt kommt das Knie ins Gesicht von Jeff Hardy und der blutet durch seine Gesichtsschminke hindurch. Boah. Ey, warum will Kevin Nash jetzt auch eine Pause? Was ist das denn? Ich brauchte Pause, wenn WTF? Unterbricht das Match oder was? Hä? Okay. Oh, da wollte er schlagen. Ja, Kevin Nash ein bisschen langsam. Bah, Sit-Out-Powerbomb an Jeff Hardy. Der ist gefühlt jetzt auch schon längst aus dem Match. Aber da kommt jetzt erstmal hier Kevin Nash mit einem riesigen Backbody-Drop über seinen 7 Fuß großen Körper. Wie groß ist das denn echt? 2,5 Meter, 2,10 Meter? Ich weiß es nicht. Der ist auf jeden Fall nicht ganz so klein. So, jetzt tritt er nochmal auf Edge drauf. Au, da kommt von hinten ganz sneaky Jeff Hardy an mit einem Russian Leg Sweep. Und jetzt treten beide auf Kevin Nash. Die sind es leid, dass der Typ hier die ganze Zeit Leute eliminiert und abstaubt. Okay, kommt Edge jetzt zur Hilfe? Ja! Edge und Jeff Hardy versuchen gemeinsam Kevin Nash zu eliminieren. Das könnte es sein gegen den Big Man hier. Ja, und die Elimination von Kevin Nash. Drei Leute eliminiert und dann nur Probleme hier. Oh, und jetzt Jeff Hardy und Edge noch im Match. Das hat sich gereimt, egal. Kevin Nash von beiden eliminiert, ich glaube nominell von Jeff Hardy. Der hat immerhin den letzten Punch gegeben. Und Edge ist jetzt in Trouble. Will das hier? Jawohl. Alter, Jeff Hardy mit einem schnellen Dropkick entscheidet das hier für sich. Und damit steht fest, die Hardy Boys sind die Herausforderer der Steiner Brothers. Aber mit einer richtig krassen Leistung hier. Da war Kevin Nash noch nicht mal rausgegangen. Hinten an der Rampe sieht man ihn noch. Und dann kommt hier dieser schnelle Dropkick. Und das war's dann. Ein blutender Jeff Hardy gewinnt die Battle Royale um den Number One Contendership für den Tag Team Titel und den Steiner Brothers. Sehr schön. Das ist doch mal eine richtig krasse Neuigkeit hier. Also eine richtig überzeugende Vorstellung von Kevin Nash, von dem Big Man, der hier drei Leute eliminiert hat und dann von Edge und Jeff Hardy eliminiert wurde. Und kurze Zeit später kann Jeff Hardy abstauben, eliminiert Edge. Und damit haben wir hier, ja, den Sieger und damit auch den Number One Contender. Das ist doch mal richtig gut. Sehr schön, muss ich mir mal gerade aufschreiben. Jeff Hardy, Hardy Brothers. So, oder Hardy Boys vielmehr. So, versus Steiner Brothers, Bros. Um den Tag-Team-Titel. So. Schreibt mir sowas immer ganz gerne auf nebenher. Ich weiß, das ist immer so ein bisschen so eine kleine Downside hier im LP, aber ist ja nur ganz kurz. Weil ich habe das lieber mal schriftlich aufgenommen. Falls mal irgendwelche Unklarheiten sind, kann ich immer nachschauen. Da geht auch nichts schief. So, ja, also wunderbar. Battle Royale, richtig gutes Match. Von der Länge her, glaube ich, auch ziemlich gut und ziemlich ideal, würde ich sagen. Und ja, damit nähern wir uns dann mit ganz großen Schritten dem Pay-Per-View Survivor Series, wo wir richtig krasse, krasse Matches sehen werden. Eine Show steht aber noch davor. Und zwar die Show von der Oldschool Raw. Und da bin ich mal gespannt, ob vielleicht Stone Cold da nochmal eine Aufgabe bekommt. Wartet's ab, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Euer Tastenhauer.